Ja, Mahlzeit zusammen. Heute geht's weiter. Erst heute Mittag. Also es ist schon Mittag, 12 Uhr gerade, weil es heute Morgen noch so stark bewölkt war und sehr windig, dass ich nicht so die richtige Lust hatte. Und gestern habe ich auch den Tag mehr oder weniger nur im Bett verbracht, weil es mir irgendwie so kreislauftechnisch nicht gut ging. Aber heute ist wieder alles so, wie es sein soll. Jetzt bin ich mit Monty hier in Neustadt, in Holstein, und werden uns das Ganze mal anschauen. Ja, und das erste schöne Fleckchen fand ich hier, das ist ein Park, so ein kleiner Park, rechts und links Hauptstraßen, nicht schön, aber die Figur fand ich ganz schön. Daher dachte ich mir, hier fange ich an und jetzt geht's weiter. Der Weg hier Richtung Innenstadt ist aber schön gemacht, wie ihr selbst sehen könnt. Und lässt sich auch sehr angenehm fahren. Neustadt hat auch viele so schöne kleine Gassen hier. Das ist doch mal ein passender Name für so ein kleines Bötchen, oder? Lüttboot. Bin jetzt schon in Neustadt hier in dem ersten Anlegereck, nenne ich es mal. Ich weiß nicht, ob das schon der Hafen an sich ist, weil das zieht sich auf jeden Fall da hinten so rein. Bis hierhin sind es jetzt von Grömitz mit dem Rad auf dem Radweg genau 19 Kilometer. Also nicht die Welt. Hier ist jetzt auch das erste Mal eine Qualle zu sehen. Ansonsten habe ich noch gar keine gesehen. Die sich hier irgendwo rumgetrieben haben. Aber ist ja auch besser so. Hier vor mir jetzt an dieser Uferpromenade ist die Skulptur Helix. Was mir jetzt persönlich nichts sagt, aber vielleicht dem einen oder anderen von euch könnt ihr mal was zuschreiben, wenn ihr wisst, was damit gemeint ist. Und hier schaut man direkt auf einen Kreuzer, heißt es glaube ich, von der Marine. Daneben so einen kleinen Schlepper. Das müsste ein Fangschiff sein für die Schifferei oder Fischerei. Und hier ist direkt die Ausfahrt in die Lübecker Bucht bzw. Ostsee. Der Wind ist echt mild mittlerweile. Heute Morgen war es richtig schattig. Gestern der Tag war ja komplett stark bewölkt. Da konnte man nur mit langer Hose und Windjacke raus. Aber jetzt mittlerweile wieder kurze Hose, T-Shirt. So schnell wie das schlechte Wetter hier kommt, so schnell ist es auch wieder weg. Aber jetzt geht's erstmal weiter Richtung Innenstadt, um zu schauen, was es so Nähe, Wasser oder auch in der Stadt selber noch zu sehen gibt. Hier sind so diverse Kunstwerke am Wegesrand. Da gab es auch so ein Förderprogramm. Das fand ich eigentlich ganz schön, die Möwen. Was sich auch mal eindeutig raus erschließt, dass man es erkennt, was es ist. Ja, das ist jetzt hier so der äußere Punkt, wo man hinfahren konnte. Hier endet der Weg. Von diesem riesigen Hafenbecken, da auf der anderen Seite ist der nächste Hafen zu sehen. Deswegen gibt es jetzt nochmal so einen kleinen Schwenk. Das ist jetzt der Radweg oberhalb von dem Fußweg, den ich euch gerade unten gezeigt habe. Auch sehr schön. Macht echt Spaß. Bergauf, bergab. Und ein guter Untergrund. Und man sieht unheimlich viele schöne Gärten. Hier so am Rand entlang. Diese Holzsegelboote sind doch mal ein schöner Gegensatz zu diesen Fiberglaskisten, oder? Ich meine, die aus Fiberglas sehen auch schön aus, aber die haben schon was Eindrucksvolleres, wenn die so aus Holz sind. So habe ich das auch noch nie gesehen. Soweit man hier gucken kann, alles voller Schwäne. Und das geht da hinten rechts noch ein bisschen weiter, wo noch mehr sind. Auch da in der Ferne, das sind keine Möwen, sondern alles Schwäne.
diese Ecke auch mal besuchen wollt, das ist die Straße am Binnenwasser, wo man auch eine Stunde lang kostenlos mit Parkscheibe stehen darf. Also Stadtmitte bietet wirklich alles, was man sich unter Stadtmitte vorstellt. Verschiedene Einkaufssträßchen, Marktplatz, wo gerade Wochenmarkt ist. Kirche, evangelisch-lutherisch und jede Menge Stellen, wo man essen kann. Und hier geht es schön Richtung Stadttor, entlang der ganzen Eisdielen und Cafés. Hier mal die etwas andere Pizzeria. Nein, ist natürlich nur die Außenterrasse, die Pizzeria selber ist in dem Haus daneben. Was auch sehr schön ist mit diesen kleinen Fenstern, was wie so Schießscharten in dem Dach mit eingebaut ist. Ja, zu der anderen Seite hier von Neustadt brauche ich glaube ich gar nicht viel zu sagen. Ist eher so Gewerbe, Hauptstraße, Casino. Geht hier zu Sportplätzen und Bahnhof. Ist halt nicht ganz so schick wie die andere Seite, aber Städte haben halt immer zwei Seiten, ne? Also mittlerweile bin ich im Industriegebiet angekommen. Hier gibt es alles von Rewe, Lidl, Aldi, Sonderpostenmärkte, Baumärkte, Waschstraßen, alles was ich jetzt nicht brauche. Deswegen werde ich jetzt mal wieder Richtung Hafen fahren. Die Seite hat mir von Neustadt deutlich besser gefallen. Hier mal ein kleines Imbissschiff, finde ich auch ganz nett. Gibt es alles so rund um Fisch. Ja, wie ihr sehen könnt, bin ich jetzt in Sirksdorf angekommen. Das ist direkt neben Neustadt. Und dachte mir, da fahre ich auch noch vorbei. Hat sich so angeboten. Ich werde jetzt mal hier diese Route A fahren. Ach nee, A ist der Standort. Ja. Strecke 1. Naja. Einfach mal fahren und gucken, wo es mich so hier hinführt. Ja, jetzt roll ich gerade hinter dieser Touristikinformation her. Hier ist ein Buchhus. Also auch diese öffentlichen Bibliotheken. Oder was heißt Bibliothek, ne? Diese Bücherregale, wo man sich was ausleihen kann und was Neues dafür reinstellt. Oder nur mal was mitnimmt, wie es das bei uns halt auch überall gibt. Schön, ist das erste Mal, dass ich das jetzt hier im Norden sehe. Ja, da unten geht es, glaube ich, runter Richtung Strand. Mal schauen. Hier geht es jetzt schön entlang im Schatten an diesen alten gewachsenen Kastanien. Runter Richtung Meer. Dort kann man es auch schon sehen. Das ist echt das Tolle hier. Man fährt irgendwie, weiß ich nicht, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. So zwischen Hauptstraße und Wäldchen oder Waldstücken und Häusern. Und ist wieder am Meer. Bei den Wasserfarben könnte man glatt meinen, man ist nicht an der Ostsee, sondern irgendwo, naja, Karibik wäre übertrieben, aber es hat schon was. Sagen, das Wasser sieht hier wesentlich sauberer aus als in Grömitz. Auch so von Algen am Strand und sowas. Mal schauen. Ich weiß nicht, ob da jetzt vor diesen Holzhüttenweg hergeht oder hier hinter die Straße. Aber das werde ich jetzt in Erfahrung bringen. Und direkt hier gegenüber, dieses Hochhaus, was man sieht, das müsste Travemünde sogar sein. Also der Weg geht hier an der Straße lang. Da vorne ist nur Gehweg. Aber es ist ganz okay. Da hinten ist eine Strandbrücke zu sehen. Und da fahre ich jetzt auch erstmal hin, sofern es möglich ist. Dort im Hintergrund sieht man diesen hässlichen Betonturm, wo ich damals von Grömitz aus mit dem Rad hingefahren bin. Und
ja, das ist jetzt das weitere Stück dazu, was aber wesentlich schöner ist, wie gesagt. Das geht hier so schnell von einem Ort dem anderen, jetzt bin ich schon in Haffkrug, aber bei der Seebrücke immer noch nicht. Also das geht alles eins zu eins übereinander oder ineinander über. Nettes kleines Dörfchen. Ich glaube, hier bleibe ich auch mal eine Nacht. Jetzt bin ich auf der Seebrücke Haffkrug. Natürlich zu Fuß, weil Fahrräder ja auf den Seebrücken nie erlaubt sind. Ist aber nicht weiter dramatisch. Nochmal ein schöner Blick hier zum Strand. Das Wasser ist auch klasse hier. Ein bisschen mehr Algen wieder. Es ist wahrscheinlich, weil das hier immer so, ja, wo halt viele Menschen sind, sind auch mehr Algen oder so, ich weiß es nicht. Weil ein Stück weiter dort hinten, wo ich vorhin war, da waren gar keine Algen. Muss ja irgendeinen Grund haben, kann ja nicht nur an der Wassertiefe und Temperatur liegen. Denke ich. Und so sieht Haffkrug dann aus vom Kopf der Seebrücke. Klein, aber fein. Aber wie gesagt, das geht hier alles ineinander über. Ich hoffe, ihr versteht mich noch, weil der Wind hier wieder sehr kräftig ist. Aber warm. Ja, und das ist wohl der Anfang der Flaniermeile hier. Sowas wie ein kleiner Marktplatz an der Lübecker Bucht. So, mal sehen, was Haffkrug sonst noch zu bieten hat. Auf jeden Fall immer wieder so kleine Ecken, wo man sich aufhalten kann, Aussichtspunkte, sage ich mal. Und Souvenirs, Souvenirs und Souvenirs. Oh, hier ist eine riesen Auster. Oder auch zwei oder drei. Ach Quatsch, das sind Krebse. Jetzt habe ich es erst erkannt. Naja, wäre vielleicht schon zu lange in der Sonne. Jetzt ist der Radweg wieder weg von der Straße und direkt am Strand. Das Leben könnte so einfach sein. Wenn nicht immer so viel Arbeit dazwischen käme, dass die ganze Familie sowas dann dauerhaft machen könnte, wäre doch auch ein Traum. Das, was ich vorhin auch schon mal angesprochen habe, das geht hier alles eins ins andere über. Jetzt kommt schon Scharbeutz. Scharbeutz hatte ich für heute eigentlich gar nicht mehr auf dem Plan. Aber wenn es eh auf dem Weg liegt. Dann kann man das auch ruhig nutzen. Viele kleine, schöne Ecken hier. Ja, Scharbeutz zeichnet sich jetzt dadurch aus, dass es doch wieder wesentlich schicker ist als die beiden Orte davor. Und auch wesentlich größer mit eigener Fußgängerzone. Großem Hotelkomplex, der sehr schick wirkt. Und jetzt geht es erstmal in die Fußgängerzone. Hier ist jetzt so ein kleiner Park mit Spielanlagen und so weiter. Und auf der gegenüberliegenden Seite ist gerade vom VW wohl so eine Ausstellung vom T3 über verschiedene Caddy-Modelle bis zu dem Flaggschiff California. Da werde ich jetzt wohl mal kurz drüber schlendern. Aber auch nur schlendern. So kann man es aber auch aushalten. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur wegen VW hier so ist. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, auch wenn die hier ihre Freizeitmobile vorstellen. Weil da stehen nur noch so Infostände von der Boot Düsseldorf. Ah ja, und das ist übrigens die Seebrücke von Scharbeutz.
Ich hoffe, die Videos werden nicht zu lang und langweilig für euch. Aber ich finde halt immer die einzelnen Momente ganz klasse. Deswegen. Ich sehe das ja jetzt nicht so geballt am Stück wie ihr. Und das ist ja auch so ein richtiger Trend, ne? Dieses Stand-Up-Paddling. Wird ja überall angeboten zur Zeit und von jedem. Finde ich interessant, ich habe es schon mal ausprobiert. Ist leider nicht so für mich. Aber schon nicht schlecht. Und hier halt einem die Musik entgegen. So zwischendurch auch mal ganz nett. So, hier werde ich jetzt mein Video für heute beenden. Ich muss noch gute 40 Kilometer zurück. Und je nachdem, wie der Wind steht, kann das ganz schön anstrengend werden. Also und tschüss und macht's gut von der Seebrücke in Scharbeutz und bis zum nächsten Mal. Ciao.